Auftakt zum Blumenschmuck-Wettbewerb 2016. Unter dem Motto Burgenland blüht auf wird heuer bereits zum 29. Mal der burgenländische Landesblumenschmuck-Wettbewerb durchgeführt und die schönsten, gepflegtesten und farbenprächtigsten Gemeinden und Dorfplätze des Burgenlandes prämiert. Dieser Landesblumenschmuck-Wettbewerb ist ein wirkungsvolles Instrument für die Verschönerung des Landes, der Städte, Gemeinden und Ortsteile. Dadurch werden bedeutende Impulse und Maßnahmen für die Ortsbildgestaltung und Pflege gesetzt. Der Blumenschmuck-Wettbewerb hat in den letzten 28 Jahren aber auch deutlich sichtbare Spuren hinterlassen, die für das Burgenland mit seinen zahlreichen verschiedenen Facetten nicht mehr wegzudenken sind. Denn das abwechslungsreiche und vielfältige Erscheinungsbild hat nicht nur auf unsere Gäste, sondern auch auf die heimische Bevölkerung positive Einflüsse, betonte Agrarlandesrätin Verena Dunst. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie seitens der Medien vertreten sind. Herzlich willkommen. Die Pressekonferenz heute ist der Auftakt für 2016 für den Blumenschmuckwettbewerb. Und ich freue mich daher und wir alle freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind und wir auch über Sie dann natürlich eine tolle Berichterstattung haben. Ich freue mich, dass auch der Herr Bürgermeister und Abgeordnete da ist. Herzlichen Dank, dass wir heute hier in diesem Haus sein dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es auch ein Symbol ist für eine gepflegte Gemeinde und vor allem aber auch Unterstützung, beispielsweise wie in diesem Hause. Ich darf mich einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass beide Regierungskolleginnen, Regierungskollege sofort bereit waren, den Blumenschmuckwettbewerb zu unterstützen. Ich hätte das als zuständiges Regierungsmitglied aus dem Agrarbereich alleine nicht schaffen können. Der Blumenschmuckwettbewerb ist aber wichtig und wir brauchen auch gute Rahmenbedingungen. Und die guten Rahmenbedingungen kann man nur schaffen, indem auch die finanzielle Rahmenbedingung da ist. Herzlichen Dank dafür an die Frau Landesrätin Magistra Eisenkopf und auch an den Herrn Landeshauptmann, an den Herrn Landesrat Magister Petschnig, der heute vertreten ist durch den Abgeordneten Magister Richter. An beide ein herzliches Dankeschön. Es ist natürlich wichtig, dass die Landwirtschaftskammer die Trägerorganisation für den Blumenschmuckwettbewerb ist. Ich freue mich sehr, dass an meiner Seite der Herr Präsident der Landwirtschaftskammer, Ökonomierat Franz Stefan Hautzinger seitens der burgenländischen Landwirtschaftskammer da ist. Danke für die Unterstützung, die ja schon Jahrzehnte dauert. Ich freue mich natürlich, dass der hauptsächliche Organisator und Träger vieler Dinge, und wir waren vor kurzem auch in seiner Gärtnerei wieder bei einer sehr tollen Arbeit mit jungen Menschen, wenn es um Blumen, wenn es um Wertschätzung für regionale Produkte aus Gärtnereien geht, und freue mich, dass er nach wie vor diesen Blumenschmuck-Wettbewerb durchführt. Ich begrüße den Herrn Präsidenten Ökonomierat Albert Rinkel, er ist der Obmann des Vereins Die Gärtner Burgenlands. Herzlichen Dank für alles. Es lebt aber natürlich auch Blumenschmuckbewerb und viele andere gute Projekte burgenlandweit auch von Sponsoren. Und ich darf hier heute mich bedanken bei einem Vertreter, nämlich ich freue mich, dass der Herr Dr. Rudolf Königsberger, der Geschäftsführer und Vorstand der Raiffeisen Bankengruppe Burgenland, da ist, der schon lange hier als Vorstandsdirektor und auch vorher schon in seiner Zeit davor, vor der höchsten Position bei der Raiffeisen Bank Burgenland, hier immer sagt, wir brauchen gute Projekte. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht darf ich kurz in die Thematik einsteigen. Zunächst einmal, Sie müssen sich vorstellen, der Verein, die Gärtner Burgenlands, werden diesen Landesschmuckwettbewerb heuer zum 29. Mal durchführen. Dankeschön dafür. Gemeinsam immer mit namhaften Partnern und Sponsoren, und die burgenländische Landesregierung ist immer ein Teil auch davon gewesen. Die Teilnahme am burgenländischen Landesschmuckwettbewerb ist unentgeltlich und diese Pressekonferenz soll dazu dienen, auf öffentlich
zu machen. Jetzt geht's los und der 29. Landesschmuckwettbewerb 2016 im Burgenland soll heute der Startschuss sein. In allen anderen Bundesländern, das möchte ich auch betonen, ist die Teilnahme am Blumenschmuckwettbewerb sehr wohl an eine Teilnahmegebühr eingehoben. Und ich denke, es steht dafür, dass das Burgenland einfach ein ganz tolles Land ist mit vielen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, die mit viel Engagement und mit viel Liebe und Herzblut hier sich einbringen. Und die Gärtner Burgenlands, der Verein die Gärtner Burgenlands, haben das auch ganz großartig durchgeführt. Und als die Hauptverantwortlichen dürfen wir Ihnen für heuer, für 2016 jetzt schon alles Gute wünschen. Was wir uns alle gemeinsam erhoffen, ist ein reges Interesse der Gemeinden, der Vereine, der Verschönerungsvereine und viele andere private Personen, die hier am Wettbewerb in den letzten Jahrzehnten teilgenommen haben und auch heuer sich wieder einladen lassen. Da bin ich überzeugt, dass sie sich hier wieder einbringen. Unter dem Motto Burgenland blüht auf, das ist das Motto des heuer stattfindenden burgenländischen Landesschmuckwettbewerbs, lautet das Burgenland blüht auf und natürlich geht es auch heuer wieder um den schönsten, um den gepflegtesten und um die farbenprächtigsten Gemeinden und Dorfplätze des Burgenlandes, die dann prämiert werden, ausgezeichnet werden, vor den Vorhang gebeten werden und wo wir uns sicherlich auch alle bei Ihnen bedanken. Denn eines ist ganz klar, der Herr Abgeordnete Richter wird dann noch Bezug nehmen, wie wichtig die Zusammenarbeit ist mit dem Tourismus. Menschen kommen in unser Land, weil sie sich hier wohlfühlen, aufgenommen fühlen, angenommen fühlen, aber vor allem auch, weil wir eine sehr einladende Gemeinden haben, sehr gut organisierte und engagierte Vereine, die dafür sorgen, dass das Burgenland unglaublich schön ausschaut, gepflegt ausschaut und vor allem für den Touristen natürlich auch eine Einladung ist, komm zu uns herein, du bist hier herzlich willkommen. Natürlich, und das wird die Kollegin Eisenkopf noch einbringen, ist auch wichtig, gerade was Umwelt, was Naturschutz anbelangt, dass unser Land aufblüht. Der Wettbewerb wird seitens der Landesregierung heuer zum ersten Mal mit 30.000 Euro unterstützt, weil wir der Meinung sind, dass das auch notwendig und wichtig ist. Das ist nur ein Teil dessen, was dann an Prämierungsgeldern, also Unterstützung für die Organisation und so weiter, neben den Sponsoren von uns, von der Regierung, eingebracht wird. So viel hat es noch nie von der Regierung gegeben. Ich werde aus der Agrarabteilung 10.000 Euro beitragen, die Frau Landesrätin Magistra Astrid Eisenkopf auch mit 10.000 Euro und der Herr Landesrat Magister Alexander Petschnik auch aus dem Tourismusbereich mit 10.000 Euro. Es gibt einige Neuerungen, dazu werden die Herren dann auch noch zu sprechen kommen, daher möchte ich nur generell jetzt einige Bemerkungen dazu abgeben. Die Neuerung ist die Vergabe eines Sonderpreises. Zum ersten Mal kommt heuer ein Sonderpreis dazu, nämlich auch für den ökologischsten, für den nachhaltigsten und für den naturnahesten Gemeinden. Das hat natürlich auch mit meiner Kollegin zu tun, weil es hier um Nachhaltigkeit geht. Es sind auch in erster Linie und schwerpunktmäßig wieder die Hobbygärtner und Blumenliebhaber zum Mitmachen aufgerufen. Alle privaten Hobbygärtnerinnen und Blumenliebhaberinnen und Blumenliebhaber sind heuer wieder herzlichst aufgerufen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Also neben dieser Neuerung, Vergabe eines Sonderpreises für Nachhaltigkeit, wird wieder der Fokus auf die Menschen, auf die Gemeinden, auf die Vereine, aber auch auf die privaten Personen gerichtet sein. Wir können uns wie immer sicherlich auf Sie verlassen. Ich selber darf den Blumenschmuckwettbewerb schon zum 15. Mal mich beteiligen, damals aus der Zuständigkeit der Dorferneuerung und jetzt auch zuständig für Agrar. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist unglaublich, was wir da immer wieder sehen. Und die Juroren haben hier vieles zu tun, um hier wirklich kleine Unterschiede, weil die Unterschiede sind wirklich klein, in der Benennung der ersten, des zweiten, dritten Preises und so weiter festzustellen. Gemäß dem Motto Burgenland blüht auf, möchte ich vielleicht noch auf meine Zuständigkeit eingehen. Fakt ist, dass wir aus der Dorferneuerung natürlich wie immer auch in den letzten 15 Jahren bemüht sind, die Dörfer einzuladen. Dorferneuerung heißt Dorfentwicklung. Dorferneuerung heißt Wert legen auf das Dorf, auf die Heimat, auf das, was vor Ort ist. Als Agrarlandesrätin möchte ich natürlich auch wieder erwähnen, und ich glaube, das kann ich nicht oft genug sagen. Ich lade hier wirklich alle Burgenländerinnen und Burgenländer, die als Konsumentinnen, als Kundinnen einkaufen gehen, auch wirklich regional einzukaufen.
Sie kennen es wie ich, wenn wir Blumensträuße, wenn wir Sträucher, wenn wir Zierpflanzen, wenn wir aus den Gärtnereien uns Blumen holen, Gestecke holen, dann ist sehr wohl ein Unterschied zu merken. Vielleicht nicht am ersten Tag und vielleicht nicht am zweiten Tag. Aber in der Haltbarkeit, in der Nachhaltigkeit einer Pflanze merkt man, ob die regionalen Boden, ob die regionale Luft, ob die regionale Rahmenbedingungen findet. Und deswegen sind auch regional eingekaufte Pflanzen bis hin zu Zierpflanzen, bis hin zu Blumen natürlich etwas ganz anderes, als wie wir importieren sie. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Gärtnerinnen und Gärtnern des Burgenlandes. Sie sind nicht nur, geben nicht nur die Möglichkeit, dass wir hier im Burgenland einkaufen, sie sind auch Arbeitgeber. Und alles, was wir für diesen Blumenschmuckwettbewerb im Burgenland, und da braucht es ja vieles, einkaufen, ist regional und nachhaltig, stärkt die Kaufkraft und stärkt natürlich auch die Wertschöpfung im Burgenland und sichert Arbeitsplätze. Und daher ist mir das auch ganz, ganz wichtig, eben als Agrarlandesrätin, das zu betonen, dass letztendlich der Blumenschmuckbewerb am Ende des Tages auch Nachhaltigkeit fürs Burgenland selbst, für die Arbeitsplätze und so weiter bringen soll. Die Bedeutung des Landesschmuckwettbewerbes und daher möchte ich dann, Blumenschmuckwettbewerbes, daher möchte ich dann schon zum Abschluss kommen. Es gibt ja einige Damen und Herren, Gott sei Dank am Podium, die heute noch etwas dazu sagen wollen. Die Aktion ist wirklich eine unglaublich gute. Ich gratuliere zum 29. Mal. Das muss man einmal, Sie stellen sich vor, das muss man einmal 29 Jahre durchorganisieren und 29 Jahre Menschen ansprechen, Gemeinden ansprechen, Vereine ansprechen, dass sie da auch mittun. Das muss einmal dem Verein Die Gärtner jemand nachmachen. Es ist eine unglaublich gute Geschichte, eine positive Geschichte in vielerlei Hinsicht und natürlich auch eine Win-Win-Situation für die Visitenkarte des Burgenlandes. Weit über alle Grenzen hinweg ist er bekannt, wird geschätzt und wird bestaunt und wird vor allem manchmal auch mit Neid gesehen, wie das Burgenland das schafft, 29 Mal das durchzuführen. Der Gartenbau, habe ich vorher schon ganz klar gesagt, ist ein Teil der Landwirtschaft. Wir sind stolz auf den Gartenbau, der im Burgenland unglaublich gut funktioniert. Und ich lege auch Wert als Agrarlandesrätin, aber auch in der Dorferneuerung, alles, was wir fördern aus dem Gartenbau im Rahmen von Plätzen, wird von mir die Auflage, und das nicht erst jetzt, sondern schon sehr, sehr lange gegeben, burgenländisch gekauft, regional gepflanzt und es muss auch regional dazu passen zum Burgenland. Also alles, was Sie sehen, was man schon manchmal sehr exotisch empfindet, ist sicherlich nicht aus der Dorferneuerung unterstützt worden, weil das für mich überhaupt nicht geht, nicht zusammenpasst und auch nicht burgenländisch ist. Also in diesem Sinne darf ich an die Kollegin Magistra Eisenkopf weitergeben. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Landesrätin, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dieser Auftaktpressekonferenz zum Blumenschmuckwettbewerb dabei sein kann. Und wir haben es ja jetzt schon gehört, er findet heuer zum 29. Mal statt. Und damit ist er fast genauso alt oder jung, sage ich jetzt einmal, wie ich selbst. Ich durfte ihn in den letzten Jahren, habe ich den immer wieder intensiv auch mitverfolgt und sehr interessiert. Und man muss hier wirklich sagen, es ist in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel passiert und Großartiges geleistet worden. Zum einen ist das Burgenland damit im wahrsten Sinn des Wortes aufgeblüht durch diesen Blumenschmuckwettbewerb. Auch der Einsatz vieler Menschen war hier ein sehr großartiger und ein sehr aufwendiger. Und mit einem attraktiven und schönen Ortsbild kann man letztendlich auch die Lebensqualität der Bevölkerung maßgeblich steigern. Und deswegen freut es mich eben besonders, dass ich heuer hier zum ersten Mal auch in meiner Funktion als Natur- und Umweltschutzlandesrätin dabei sein kann und diesen Wettbewerb auch entsprechend finanziell unterstützen darf. Es freut mich deswegen, und das war mir auch ein ganz besonders wichtiger Punkt, die Frau Landesrätin hat es vorhin schon erwähnt, dass dieses Mal der Natur- und Nachhaltigkeitsaspekt auch ganz besonders in diesen Wettbewerb mit einfließt. Man sieht es auch schon an der neuen Broschüre. Also der Nachhaltigkeitsaspekt wird diesmal weiter gestärkt. Und es wird auch heuer erstmals Sonderpreise geben in der Kategorie ökologischster, nachhaltigste und naturnäheste Gemeinde.
Und der Gewinner wird dann letztendlich als naturnahe und ökologische Gemeinde ausgezeichnet werden. Jetzt ist diese Bezeichnung, die lässt natürlich einen großen Handlungsspielraum zu. Wichtig ist in diesem Zusammenhang aber vor allem, dass das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen einen erhöhten Stellenwert haben und hier weiter in die Bevölkerung hinausgetragen werden. Denn diese naturnahe Gestaltung von öffentlichen Grünflächen hat natürlich große Vorteile. Einerseits beschäftigt man sich dann aktiv auch vor Ort in den Kommunen mit diesem Thema, mit der Natur und führt natürlich auch zu einer erhöhten Vielfalt an natürlichen Tier- und Pflanzenarten hier bei uns im Burgenland. Und diese öffentlichen Grünräume sind ja letztendlich Treffpunkte für Familien, Treffpunkte ganz einfach in der Natur, in der Freizeitgestaltung und können aber auch Lehrwerkstätten für die Natur sein. Das heißt, sie spielen eine große Rolle, was die Lebensqualität in unseren Gemeinden betrifft. Und eben eine naturnahe Pflege dieser Grünflächen hat hier sehr, sehr große Vorteile. Das Wissen auf der anderen Seite um natürlich konventionelle Gartengestaltung, sei es jetzt einerseits über hochgezüchtete Kultur- und Zierpflanzen, aber auch englische Rasensamen, Einsatz von Kunstdüngern und Herbiziden, dieses Wissen ist natürlich in der Bevölkerung recht verankert und weit verbreitet. Und die Arbeitsprozesse in der Natur, zumindest die meisten, werden halt häufig leider mit giftigen Spritzmitteln und anderen Behandlungsmethoden in Verbindung gebracht. Und wir wollen hier auch mit dem Blumenschmuckwettbewerb jetzt aufzeigen, dass es eben auch anders geht. Und dazu wird auch dieser Wettbewerb einen weiteren wichtigen Beitrag leisten. Wir müssen uns hier wirklich bewusst werden, dass es nicht unsere Lebensqualität mindert, wenn wir auf andere Möglichkeiten bei Spritzmitteln und Behandlungsmethoden von Rasenflächen zurückgreifen. Und ein Mix aus einerseits intensiver und extensiver Pflege kann nicht nur schön ausschauen, sondern er kann auch den Erlebniswert steigern und zu höherer Biodiversität beitragen. Deswegen, es gibt alternative Möglichkeiten und wir müssen diese auch nutzen. Und gerade diese nachhaltige und ökologische Bepflanzung leistet hier einen wichtigen Beitrag, natürlich einerseits unsere Natur und Umwelt jetzt zu stärken, für uns schöner zu machen, aber natürlich auch, um es für die nachfolgenden Generationen aufrechtzuerhalten. Denn ich glaube, wir alle wissen, wenn wir langfristig etwas nützen wollen, dann muss man es auch dementsprechend nützen und pflegen. Und in diesem Sinne darf ich mich auch schon für Ihr Interesse bedanken. Ich freue mich schon auf den Wettbewerb und darf nun weitergeben an dich, glaube ich, danke. Herr Landtagsabgeordneter. Wie ist so laute Stimme? Sehr geehrte Regierungsmitglieder, sehr geehrte Präsidenten, Herr Generaldirektor, hohes Präsidium, sehr geehrte Medienvertreter, wie gesagt, ich bin praktisch kurzfristig eingesprungen für unseren Herrn Magister Petschnig, Landesrat für Tourismus. Ich bin Tourismussprecher. Ich möchte ganz, ganz spontan einige Gedanken zu diesem Blumenschmuckwettbewerb kundtun. Ich möchte hier nicht behaupten, dass wegen so einer Aktion, wegen eines Blumenschmuckwettbewerbs jetzt extra Touristen in das Burgenland kommen, aber ich bin überzeugt davon, dass aufgrund der Tatsache, dass so ein Bewerb für mich Ausdruck ist der Regionalität, der Identität des Burgenlandes, wenn man schaut, wie sich die Leute in den Dörfern, in den Gegenden engagieren, es ist ein Zeichen für mich, es heißt nicht umsonst die Tugenden, das Wahre, das Gute und vor allem jetzt in unserem Bereich das Schöne wird gepflegt. Und wenn jemand einen Sinn hat für das Schöne, dann ist er sicher mehr motiviert, zu uns zu kommen. Und in Summe ist dieser Blumenschmuckwettbewerb in touristischer Hinsicht sicher ein wesentlicher Bestandteil und trägt dazu bei, dass unser Burgenland durch den Tourismus bekannter wird und von möglichst vielen Touristen besucht wird. Ich komme aus Deutsch-Tschanschendorf. Das ist ein Ortsteil der Großgemeinde Dobai im südlichen Burgenland. Und ich glaube, wir haben 6 Ortsteile und ich glaube, ein Ortsteil ist in den letzten Jahren ebenfalls bei den Prämierten dabei gewesen und es ist mir direkt aufgefallen, ohne dass ich mich bewusst darum gekümmert habe, wie die Dorfbewohner, wie der Verschönerungsverein, wie Gemeindebedienstete, wie Private sich bemüht haben, wirklich ihre Freizeit geopfert haben und
Blumen gesetzt haben und gepflegt haben, das Ganze. Es war wirklich, die waren mit Freude dabei und ich glaube, das spürt man dann auch und deswegen finde ich noch einmal abschließend, dass so ein Bewerb sicher einen besonderen touristischen Effekt hat. Dann bin ich schon fertig. Ich möchte dem Blumenschmuck-Wettbewerb genauso einen Erfolg wünschen wie in den letzten, das muss man ja praktisch sagen, Jahrzehnten und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bei dieser Gelegenheit, entschuldigen Sie, Herr Präsident, darf ich mich nur entschuldigen, ich bin erst gerade draufgekommen, ich habe den Herrn Generaldirektor vorher falsch angesprochen, ich habe gesagt König Berger, jetzt habe ich es gerade zurückgekriegt vom Herrn Präsident, der mir Gott sei Dank gesagt hat, hey, da war was falsch. Also Entschuldigung bitte und danke an den Präsident Hautzinger für die Möglichkeit, dass ich draufgekommen bin, was ich falsch gesagt habe. Und ich darf mich noch einmal entschuldigen beim Herrn Generaldirektor Dr. Rudolf Könighofer natürlich, wir kennen uns lange. Aber das war ein Gefecht der Worte. Entschuldigung. Kein Problem. Wir haben die Kollegen auf der anderen Seite gedeutet, geschrieben ist angeschrieben ist selig. Gut, dann fange ich an. Gegen das Protokoll, Herr Generaldirektor Könighofer. Jetzt ist ganz sicher, dass wir es nicht mehr falsch schreiben und aussprechen. Meine geschätzten Regierungsmitglieder und Kollegen hier am Podium. Ja, es ist eigentlich jetzt zu diesem heurigen Blumenschmuck-Wettbewerb alles gesagt worden, aber noch nicht von allen. Drei sind noch mit einem Statement. Der Frühling ist ins Land gezogen. Die Natur, wenn man rausschaut, zeigt sich von der schönsten Seite. Und die Menschen, man merkt das, zieht es nach außen, um einfach diese herrliche Landschaft, die Sonne zu genießen. Und beim Herfahren habe ich bewusst auch den Blick wieder auf die Landschaft schweifen gelassen lassen. Und die blühenden Rapsfelder, die jetzt zu blühen beginnen, die in Vollblüte stehenden Obstbäume, Sträucher, also das ist aus meiner Sicht wirklich eine Visitenkarte unseres Landes. Und wenn man in die Dörfer, in die Gemeinden blickt, so merkt man, wie sich fleißige Hände bereits tummeln, um die zentralen Plätze und Gärten und sonstige Plätze in den Gemeinden einfach herzurichten, auf Vordermann zu bringen und die notwendigen Vorbereitungsarbeiten jetzt schon zu beginnen. Und da kann man wirklich sagen, wie wir es oft zum Ausdruck bringen, dieses Burgenland, das ist ein Wohlfühlland, in das man gerne herkommt. Und mit ein Grund, dass das so ist, davon bin ich überzeugt, ist sicherlich der Blumenschmuck-Wettbewerb. Es ist gesagt worden, seit dem Jahre 1988, das ist doch eine lange Zeit, da hat sich sehr viel getan. Und so ein Wettbewerb hat es ja an sich, dass er eine gewisse Dynamik hineinbringt, dass ein Ansporn gegeben ist, denn wenn man mitmacht, möchte man es ja besonders schön machen, möchte man, vor allem weil es Preise gibt, auch bei den Siegern da sein. Und das hilft eigentlich allen, dass es nämlich diese nachhaltigen Auswirkungen auf das Erscheinungsbild unserer Städte, Dörfer, Gemeinden gibt, dass der Blumenschmuckwettbewerb für den Tourismus ganz, ganz wichtig ist, weil einfach es ein Asset ist, wenn man als Tourist herkommt und deswegen herkommt, weil es hier so schön ist, weil man sich einfach wohlfühlen kann, weil diese Farbenpracht in den Dörfern gegeben ist. Aber man darf nicht vergessen, es steigert ja letzten Endes auch die Lebensqualität, denn wir machen es ja für uns selbst. Wir leben ja hier und wir wollen uns natürlich auch hier wohlfühlen. Ja, und wenn heute dieser Startschuss für den heurigen Blumenschmuckwettbewerb gegeben wird, dann hoffe ich dass, und wünsche mir, dass wiederum eine sehr rege Teilnahme da ist, dass wir eben dieses unser Heimatland zum Aufblühen bringen.
Ich glaube, dass dieser Blumenschmuck-Wettbewerb auch ein gutes Beispiel für eine gut funktionierende Zusammenarbeit in unserem Lande ist. Auf der einen Seite die Gärtner, die Landwirtschaft, das Land, der Tourismus, die Sponsoren, die ganz, ganz wichtig sind. Bei der Gelegenheit möchte auch ich mich herzlichst bedanken, lieber Herr Generaldirektor und all den anderen Sponsoren, die hier jedes Jahr mitmachen. Unsere Aufgabe als Landwirtschaftskammer ist es, sich hier einzubringen. Die Gärtner sind ja unsere Mitglieder, einfach mit unseren Experten und Fachleuten beratend zur Seite zu stehen, wenn es einfach darum geht, Auskünfte zu geben an die Gemeinden, in welche Richtung soll die Auswahl der Pflanzen gehen. Danke, Frau Landesrätin Dunst, für deinen wichtigen Hinweis, dass man sehr wohl Obacht geben muss, welches Pflanzenmaterial, welche Sträucher, welche Blumen verwende ich, um eben standortgerechte Pflanzen hier zu haben, die an das Klima angepasst sind, die einfach aus der Region kommen. Ja, und ich unterstreiche das voll, diesen Aufruf, nämlich heimisch zu kaufen, auf die Regionalität, auf die Region zu achten, weil damit ja die Wertschöpfung in der Region bleibt, wir alle davon profitieren, und in dem Sinne wünsche ich auch, dass auch im heurigen Jahr dieses unser Heimatland durch diesen Wettbewerb wiederum aufblüht. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde es ganz kurz machen. Warum unterstützt Raiffeisen den Blumenschmuckwettbewerb? Es gibt einen Wettbewerb für Private, der heißt Direkt vor der Tür. Das ist für die Hobbygärtner, den unterstützen wir seit 19 Jahren. Auch wenn es ein Wettbewerb ist, gewinnen tun alle. Die privaten Hobbygärtner, die sich erfreuen an der Blütenpracht, die Dörfer und Orte, die zusätzlich zum öffentlichen Bereich, wo ja im Burgenland unglaublich viel gemacht wird vom öffentlichen Bereich, noch ergänzt wird um private schöne Gärten. Und das gepflegte Ortsbild ist ja immer ein Ganzes. Wir leisten einen Beitrag für Eigeninitiative. Das entspricht dem Gründungsgedanken Raiffeisens, Hilfe zur Selbsthilfe, also nicht warten und immer schauen, dass alles die Gemeinden, das Land macht, sondern selbst sozusagen in die Hände spucken und auch was dazu beitragen. Das wollen wir unterstützen, zusätzlich zu den drei Preisen, die wir für diese Hobbygärtner stiften, sind wir noch in der Organisation mit dabei. Das Anmeldeformular direkt vor der Tür ist in allen 133 Bankstellen, die Raiffeisen im ganzen Land hat, auch abholbar, und unsere Mitarbeiter weisen auch darauf hin, es gibt jetzt einen Wettbewerb, wo es attraktive Preise gibt, und insofern ist es logisch, dass wir dabei sind. Wir sind das sehr gerne, und das 19. Mal wird nicht das letzte Mal sein. Wir sind beim Mal. Ah, okay. Wir das war nicht ganz fair. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott von Seiten der burgenländischen Gärtner. Und ich möchte mich vorweg einmal bedanken bei der burgenländischen Landwirtschaftskammer für die Unterstützung, auch bei der burgenländischen Landesregierung und bei unseren Sponsoren, die schon jahrzehntelang mitmachen, denn ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich, den Blumenschmuck-Wettbewerb durchzuführen. Wir Gärtner alleine würden das finanziell nicht schaffen. Wir leisten einen großen Beitrag. Vor allem, es ist ja unsere Aufgabe als Gärtner und Herausforderung, die Gemeinden und die privaten Personen fachgerecht zu beraten. Wir geben Tipps, wir geben Hinweise, wie man das Ganze anlegen kann. Natürlich, die Vorbereitungszeit ist intensiv. Hier stehen wir Gärtner parat, kostenlos, muss man sagen. Wir wollen ja dazu beitragen, damit die Gemeinden schöner werden, wenig Fehler machen, und dass der Blumenschmuck-Wettbewerb eine große Herausforderung ist, das ist uns ganz klar. Es gibt Preisgelder, und da will natürlich jeder Erster werden. Es gibt hier auch Änderungen in der Jury. Die Jury wird erweitert um einige Personen, sodass mehrere Personen dabei sind bei der Bewertung. Die Bewertung macht jedes
Juror, jeder Juror für sich selber. Das heißt, ich weiß nicht, was der Nachbar bewerten tut. Und es sind nicht nur die Blumen alleine, sondern das ganze Umfeld in einer Gemeinde. Das wurde ja heute mehrmals angesprochen. Wir schauen auf alte Bäume, gibt es Parks, gibt es Biotope, wie ist es gepflegt, wie schaut das aus? Das ist ja für uns Gärtner wichtig. Früher war es eigentlich mehr die Blumen im Vordergrund, jetzt gibt es andere Kriterien, andere Bewertungsrichtlinien dann. Und letztendlich, wir profitieren genauso wie jeder Private davon oder wie die Gemeinden. Dort, wo wir leben, wir wollen unser Umfeld schön gestalten, es soll sich jeder wohlfühlen. Und wenn man dann letztendlich mit bei der Bewertung draußen mit den Verschönerungsvereinen oder mit den Gemeinden spricht, es ist ein reges Treiben in den Gemeinden. Das heißt, es wird zusammengearbeitet, man trifft sie, es wird gesetzt, man überlegt sich was. Und das fördert zum einen natürlich auch wieder die Kommunikation in den Gemeinden, was ja sehr wenig bis fast gar nicht mehr stattfindet, im Größeren. Aber doch findet es statt und das ist ganz toll. Und wir lernen genauso Gärtner immer wieder von unsere Partner vis-à-vis, von den Gemeinden und von den Vereinen, wie sie das anlegen, wie sie das handhaben überhaupt. Aber unsere Pflicht ist, beratend beizustehen. Und das ist unsere große Aufgabe. Es sind ja im Burgenland ja nur mehr 22 Gärtner. Und diese 22 Gärtner teilen wir auf, sodass in ganz Burgenland die Beratung stattfinden kann. Wir machen auch Gemeindebegehungen, wir machen Dia-Vorträge. Das heißt, wir schotten uns nicht ab, sondern wir sind offen für alles und machen das sehr gerne. Und über die Regionalität, es ist, ja, unsere Gärtnerkollegen, muss ich sagen, arbeiten mittlerweile schon Nützlingseinsatz, weil wir vorher gesprochen haben über einen Pflanzenschutz, wir reden ja von Pflanzengesundheit, mit organischen Düngern, mit Pflanzenstärkungsmitteln. Pflanzenstärkungsmittel sind in dem Fall so ähnlich wie homöopathische Tropfen, das was wir in Pflanzen zur Verfügung stellen, damit sie sich wohlfühlen. Und das ist ja ganz wichtig, weil ich kann nicht, was im Süden gut wächst, wird sicher im Norden nicht funktionieren. Deshalb muss man das auch, das Klima behirnen, sage ich mal, dass man sagt, okay, dort bitte nicht, dort wird es funktionieren. Und das Schlimmste wäre, was man sehr oft erlebt, wenn man in die Gemeinden reinkommt, es ist alles einheitlich ausgesetzt. Da gibt es nur Bodendillerhecken, Berberitzenhecken und mehr gibt es dann immer mehr. Und die Bodendeckerrosen, was ja nicht schlecht ist, aber das wird im Süden funktionieren, im Norden nicht, weil dort ist viel Wind, viel Trockenheit, da muss man einfach umdenken. Und das ist unsere Pflicht als Gärtner, den Beitrag zu leisten. Und es gibt, wie gesagt, es gibt den Sonderpreis, danke für das. Das ist auch für uns eine große Herausforderung. Da werden wir auch Gespräche führen müssen, wie die Richtlinien dazu stattfinden sollen, weil die Gemeinden kriegen von uns das im Vorfeld zugeschickt, was bewertet wird, wie die Kriterien ausschauen. Das heißt, jede Gemeinde hat es ja relativ sehr leicht, wenn sie die Kriterien anschaut, dass er das umsetzt. Es geht nicht alles auf einmal, sondern mal Schritt für Schritt und das ergibt ja einen Sinn. Ich kann sofort heute, von heute auf morgen Sieger werden. Aber wir legen Wert, dass das nachhaltig, dass es mehrere Jahre dauert. Wir haben das beste Beispiel an Gemeinden schon gehabt, die waren ein Jahr Landessieger und dann sind sie verschwunden. Sie haben das Niveau nicht halten können und das tut uns weh. Wir haben sehr viele Gemeinden Burgenland verloren als Landessieger, ehemalige Landessieger, wo es dann auf einmal verschwunden sind, weil der Verein das nicht mehr halten hat können. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, kontinuierlich zu steigern, die Qualität zu heben und das muss es sein. Dafür stehen wir gerade. Ich sage danke, dass Sie heute da waren bei uns und ich möchte mich nochmal bedanken für die großartige Unterstützung. Es tut uns gut in der Zeit, wo alles ein bisschen, sagen wir mal, für die Gärtner ziemlich schwierig ist. Es ist kein leichter Job mehr, so wie früher. Es wird immer schwieriger. Danke.